einen wunderschönen guten Morgen gewünscht hat aus meinem Leben. Was haben wir denn jetzt? Sonntag um 7 Uhr. Und ich labere euch schon wieder eine Beule an den Kopf. Aber heute soll es ja ein schönes Video geben. Und zwar die Reaction. Die Reaktion der Kinder, der Liebsten im nahen Umfeld auf das Geschlecht des Babys. Ich weiß, dass, also wir haben bis jetzt zwei Ärzte ja das Geschlecht des Babys verraten. Und ich warte ja immer noch im Inneren auf die 120.000-prozentige Gewissheit bei dem Bluttest, wo ich ja drauf warte. Ich hoffe, dass es Montag oder Dienstag kommt. Hallo, kleiner Muckelbär. Und heute dürft ihr sehen, die Reaktion von Mares, als die Rauchbombe im Garten hinterm Pool hochgegangen ist und er festgestellt hat, F-U-C-K, es wird ein Mädchen. Maris war erstmal ganz schön erbost, aber ich glaube, langsam hat er sich angefreundet mit dem Gedanken, oder? Nein. Aber wir sind uns einig. Was wir uns beide einig sind, ist, er bekommt den rechten Stinkefuß und ich bekomme den linken Stinkefuß, stimmt's? Ja. Genau. Ich würde sagen, wir machen erstmal alle vorweg. Ich schreibe mal dazu, wer das ist. Und die Kinder kommen ganz zum Schluss. 2, 3! Also doch Tütü und so, ja? Haben wir schon gekauft. Echt? Ja. So, ich habe einen Brief bekommen. Und den gucken wir jetzt mal, was da so drin ist. Winter, ein Junge oder ein Mädchen. Rubbel das Herz frei. So, ich soll das hier frei rubbeln. Das kriegen wir hin. Und dann bin ich ja mal gespannt. Da steht, es wird ein Mädchen, sehr schön. Das ist sehr schön, da freue ich mich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Eine kleine Marlene und eine kleine Mara. Da freue ich mich. Und der Dreck, der da steht, ist auch scheiße, oder was? Es ist soweit. Ich habe hier Post bekommen und auf dieser Post steht hinten drauf, make memories beim Öffnen, filme dich bitte im Selfie-Mode. Das werde ich natürlich sehr gerne tun. Diese Karte kommt von der lieben Tanja. Ich habe ein bisschen Angst. Hm. Was passiert? Hi Nina und Familie, heute ist es soweit. Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Rubbelt das Herz frei. Grüße die Pfleger. Ach Gott, das ist ja auch süß, ne? Okay, wir rubbeln the Herz frei. Was wird es? Dein Tipp? Hatte ich doch schon gesagt. Was habe ich gesagt? Du hattest, glaube ich, gesagt Mädchen. Genau. Ich habe gesagt, es wird ein Junge. Lina, Mamas Freundin Tanja ist schwanger. Kriegt sie ein Mädchen oder ein Jung? Keine Ahnung. Was schätzt du? Hm? Sie hat schon 2 Mädchen und einen Jung. Was meinst du, was bekommt sie jetzt noch? Ein Jung. Ein Jung? Ich sage auch ein Jung. Also ich vermute, es wird ein Junge. Und jetzt rubbeln wir und sind ganz gespannt. Es wird ein Mädchen! Ja! Ich hab euch angemurkst. Ich hab auch ein Mädchen. Ja, klar. Es wird ein Mädchen! Katteri, wir freuen uns. Es wird ein Mädchen. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Mädchen Nummer 3, Matthias. Ich hab's gesagt.
Matthias. Ach, du Matthias, auch. Matthias, hast auch gesagt. Drei Mädchen plus deine Frau. Happy Birthday. Ich wünsche dir alle Jute, starke Nerven und vielen Dank, dass ihr uns daran habt teilhaben lassen. Dann können wir jetzt ja shoppen gehen. Shoppe, shoppe, shoppe. Hast du? Ja. Gut, Tanja. Geduldsfaden ist längst gerissen, aber ich mach's trotzdem auf. Muss ich auch noch ein Herz frei rubbeln. Der arme Maris. Du weißt, Schatz, was es wird? Ein Mädchen. Wusste ich aber schon anhand der Dinger. Aber ein Mädchen ist süßer, kann man besser anziehen, Tanja. Kann man mehr kaufen. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist beides drin. Ich brauche was zum Rubbeln, ein Geldstück. Steht 3-1. Ein Mädchen. Achtung, es geht los. Ein Junge? Es ist... Zwillinge. Ja? Beides? Gender. Rosa, ne? Mädchen. Oh, ja. Ja, warum kam erst blau? Warum kam erst blau? Weiß ich nicht. Alter, der Pool! Ja, ich wusste es. Ich hab's ja gesagt, dass du ein Mädchen hast. Wir können endlich geile Sachen kaufen. Also, ich bin morgen in Berlin. Oh, richtig, das ist Silvester. Okay, das ist krass. Oh, das ist ein Blitz. Oh, Maris ist richtig sauer auf Manu. Es wird ein Mädchen! Ein Junge? Zwillinge. Ja? Beides? Gender. Rosa, ne? Mädchen. Oh, ja. Ja, warum kam es blau? Warum kam es blau? Weiß ich nicht. Alter, der Pool! Da ist jemand sauer. Die ist sauer auf Manu. Ja, ich wusste es. Du hast ja gesagt, dass du ein Mädchen bist. Wir können endlich geile Sachen kaufen. Also, ich bin morgen in Berlin. Oh, richtig, das ist Silvester. In Berlin mit. Okay, das ist krass. Oh, das riecht so ekelhaft.